Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, ein weiteres Islands-Video. Und heute ist ein sehr cooles Update, nämlich ein neues Fischer-Update. Ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr cool. Nämlich, wie ihr wisst, Fischen ist eigentlich ultra langweilig in Islands. Aber mit diesem Update wurden nicht nur ein paar Bugs behoben und nicht nur neue Dinge hinzugefügt, sondern auch das Fischen macht jetzt wesentlich mehr Spaß. Und sagen wir, legen los mit dem Video. So, das Erste, was wir natürlich machen bei jedem Update-Islands-Video, ist natürlich erstmal zur Workbench hinrennen und zu zeigen, was denn so neu ist. Und es ist nicht sonderlich viel neu, aber es ist anders als was Neues. Und nicht was Neues ist, es gibt jetzt auch einen Tier 2 Köder, nämlich der Tier 2 Bait, wie es im Englischen heißt, und hier steht Consume for 25% more Fishing Speed Increase. Das heißt, wir kriegen halt 15% mehr Schnelligkeit beim Fischen halt, wie schnell die Fische halt an uns kommen. Und wir sehen hier, wir brauchen insgesamt 8 Curls für nur einen Sack. Wie gesagt, ich habe davon mehrere gemacht, deswegen haben wir jetzt keine Curls mehr. Ohne nochmal der Tier 1 Bait komplett überarbeitet, der sieht jetzt hier, wie gesagt, wesentlich interessanter aus. Ich fand den alten sogar ein bisschen langweiliger, wie gesagt, der sieht wesentlich cooler aus. Deswegen, ja, das sind die neuen Sachen, die man auf jeden Fall hier craften kann. Und natürlich habe ich schon die Sachen hier am Start, nämlich in meiner kleinen Superkiste. So, da sind schon drin die neuen Tierbaits. Und wenn wir kurz hier einmal die Baits holen, zack, dann haben wir sie schon hier. Ich mal kurz zeigen, so sehen sie aus im Game. Sieht ganz cool aus. Ich mag die grünen, die sehen auch sehr, sehr schön aus. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Nämlich, wir sind jetzt hier am Spawn. Und am Spawn gibt es natürlich verschiedene Areas, wo man fischen kann. Ich würde empfehlen, wie gesagt, da fischen, wo der Fisherman ist, weil da ist halt mehr los. So, und wenn wir beim Fischermann ankommen, nämlich Fischermann Thomas, dann können wir, wie gesagt, wie immer mit dem hier ganz normal handeln. Wie gesagt, hier gibt es die ganzen Fische wie an sich. In den Changelogs steht, dass man angeblich hier nur 800 Coins jetzt ein neues bekommt für Inferno-Fisch. Wir können mal kurz einfach kaufen. Und wir sehen, wir bekommen 1000 anscheinend. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das irgendwie noch nicht überarbeitet wurde. Auf jeden Fall, wie gesagt, Inferno-Fische stehen im Changelog, kosten eigentlich 800 nur noch, wenn man die verkauft. Aber anscheinend kriegt man immer noch 1000 dafür. Und wir haben auch, was nicht ganz nachvollziehen kann, ein neues Fischmodell. Das ist dieser, ja, diese Blutsaugerteile, Wurm, oder wie man es immer nennt. Die Leute wissen, was ein Blutsaugerwurm ist, oder wie diese Teile da heißen. Die wissen genau, was ich hier meine. Finde ich meiner Meinung nach ein bisschen schade, weil, naja, könnte besser sein. Aber Leute, ich zeige jetzt das Angeln und ich muss dazu sagen, auch eine Idee mit dem Angeln, was jetzt gleich passieren wird, ist von mir als Idee reingekommen. Deswegen, ich bin ganz stolz darauf. Aber ihr kennt es. So, wir angeln die ganz immer, ganz aufladen, zack. Und das ist eigentlich Standardangeln. Aber jetzt, wenn ein Fisch anbeißen wird, dann sehen wir hier unten, wir haben aus Bed Wars das Fishing-System. Und ich finde, das macht das wesentlich interessanter. Wir haben jetzt gerade eine Salmone bekommen, auf jeden Fall. Das sind wir auch hier. Kommen Salmone. Und wir sehen, wie gesagt, Leute, dass wir jetzt, wie gesagt, hier auf jeden Fall das Bed Wars Fishing haben. Das habe ich damals, wie gesagt, mal vorgeschlagen. Und ich finde, das ist mega. Das macht wesentlich viel mehr Spaß. Ich finde, die könnten noch ein bisschen mehr abgehen. Weil ich finde, die sind irgendwie ein bisschen langsam. Aber vielleicht liegt es auch nur an der Welt. Weil, wenn ich dir gesagt habe, dass die Fische, die man bekommt, unterschiedlich abhängig sind von den Welten. Natürlich werden wir es auch gleich austesten. Aber ich will kurz zeigen, dass es hier, wie gesagt, auch darum dem entspricht. So, mal kurz hier sehen. Wir sehen wieder, jetzt haben wir einen Red Snapper bekommen. Aber wir können jetzt mal kurz einmal hier uns den Booster geben. Das ist auch jetzt Neues. Dann haben wir jetzt hier auch einen Booster. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Ich schätze, der Timer ist eventuell auch verbuggt oder so. Aber wir können auf jeden Fall Beil Booster einsetzen. Das ist ein Fishing Speed Increase von über 30%. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie das was bringt. Das ist die Reaktionszeit von diesen Fischen einfach. Können wir mal kurz austesten. Ich sag mal kurz, das mal kurz schnell machen. So, mal gucken, wo sind Fische? Da hinten sind Fische. So, mal gucken. Und ja, okay, das ist schätze mal eindeutig mehr, dass die schneller reagieren auf diese Angel halt. Ich muss sagen, ich finde die Idee, dass sie so verschwinden, schon cool. Aber ich finde das Model von denen nicht so geil. Ja, auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall, die sind sehr schnell hinterher. Zack, einmal ein Fisch, komm. Wir machen uns noch einen da von hinten. Da ist gerade ein guter Spot. Mal gucken, wie lange brauchen sie zum Reagieren. Ja, doch, die sind auf jeden Fall sehr schnell. Und dann steht hier noch im Changelog, und das ist auch was Cooles, was dazu kommt, ist für die Leute, die den Pro Pass haben. Nämlich da steht, Pro Pass Player now have an overall increased chance of finding treasure while of 3%. Da steht halt, dass man halt mit dem Pro Pass halt 3% die Chance mehr hat, halt irgendwie eine Treasure zu bekommen. Das heißt, diese Zahnräder, oder was heißt das, nicht Zahnräder, sondern hier diese Schrauben. Und momentan sieht es eher ein bisschen mau aus. Sonst hätte ich das mal easy hinbekommen. Wir testen es mal, wie gesagt. So, ja, doch, die sind eindeutig schneller, als man meint. Hier, so, da haben wir es. Treasure. So, das ist das Treasure-Logo. So funktioniert es. Wie ganz normaler Fisch. Und wir sehen, Aquamarine-Shard bekommen. Wie gesagt, man kann natürlich verschiedene Sachen bekommen, ist ja klar. Aber wir müssen hier einen Aquamarine-Shard bekommen. Wir können ja mal kurz auch in die anderen Welten traveln. Wir sehen jetzt gerade, hier läuft gerade der Timer jetzt gerade ab, wie es aussieht oben und... Ja, okay, also der Timer ist ein bisschen verbuggt, wir sehen es hier oben, aber der läuft auch auf jeden Fall nach einer Zeit ab, auf jeden Fall. Aber was ich sagen wollte ist, wir gehen mal kurz einmal zu einer anderen Island, zum Beispiel zur Wizard Lizard Island, da soll auch andere Fische geben, um das mal zu gucken, weil damals war es ja so, du hast ja gefühlt überall bekommen. So, wir sind jetzt hier auf der Wizard Lizard Island, ein bisschen im Dunkeln, ist ein bisschen jetzt kacke fürs Video eigentlich, aber ich hoffe mal, ihr seht genug noch hier. Genau, hier ist ein Fischi, wir gucken mal kurz, einmal kurz hier, wir gucken mal kurz im Bait, also die lohnt sich eigentlich nur halt, um das ein bisschen schneller zu machen.
Ob man es nötig hat, ich weiß es nicht, aber wir lassen es mal drin. Da kommt schon einer angeschwommen. Ihr seht schon, das geht echt rasend schnell. Und wir bekommen wieder Treasure. Ui, mal gucken, was wir bekommen jetzt hier für Treasure. Ah, komm, komm, komm. Tier 1 Bait. Also man kann auch anscheinend Tier 1 Bait bekommen. Warum das als Treasure zählt, ich weiß nicht. Ich schätze mal eine Niete, glaube ich, eher mehr. Ah, schon wieder Treasure hier. Was ist denn hier los? Mal, jetzt kriegen wir einen Treasure, oder wie? Mal gucken, was wir jetzt bekommen. 5 Aquamarine Shards. So, machen wir da in die Ecke mal kurz. Da ist auch ein Fisch irgendwo gerade hingeschwommen. So, wieder Treasure. Oh ja, okay, was ist hier los? Ich habe hier gerade nur Treasure am Start. So, mal gucken. Oh, Common Fertilizer. Und anscheinend Dünger bekommen wir auch. Sehe jetzt nicht so den Sinn dahinter, warum wir Dünger bekommen, aber ja. So, oh, hier, ein normaler Fisch. Mal gucken, was bekommen wir jetzt? Oh, wir bekommen ein Salom. So, was kriegen wir hier für einen Fisch? Komm her, zeig mal her. Wir bekommen hier auch wieder einen Common Fisch. Ja, doch, die sind wesentlich schnell. Also, die reagieren echt heftig schnell. So, was kriegen wir hier für einen Fisch? Ein Trout. Okay, das ist nochmal ein Trout. Das weiß ich gar nicht, was ein Trout ist, ob ich nochmal war. Trout ist, der hier. Der orangene Fisch. Den haben wir gar nicht bekommen drüben, muss ich ehrlich sagen. So, dann gucken wir mal, was wir wieder bekommen. Auch wieder ein Salamon. So. Ich glaube so, dass das Teil, diese schnelle Arbeiten, sogar den Speed erhöht, also auch von der Range her, weil die auch vom Weiten sehr hart reagieren, fällt mir gerade auf. Wieder eine Fertilizer, also wieder Dünger bekommen. So, jetzt komm, hier, jetzt gönn. Also man merkt auf jeden Fall eindeutig, dass die Fische auch vom Weiten wesentlich krasser ja, das auf jeden Fall finden. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal werfe, einmal kurz, ganz kurz, so, warte. Jetzt wird der Fisch da hinten locker gleich auch drauf anspringen. Warte, ich sehe gerade meine Boosten aus. Mal kurz mal einen Boost wieder schlucken. So, jetzt gucken wir mal, beißt er von irgendwas Weiten an. Wir sehen die ja natürlich nicht. Das muss ich sagen, mit dem alten Fischmodell und diesen vom Weiten nicht sehen, das hat mir ein bisschen besser gefallen eigentlich. Aber, oh. Doch, ja, da kommt er. Da kommt, also die Reichweite ist auf jeden Fall auch damit insane erhöht worden. Und da ist er schon, mit Treasure sogar am Start. Und was bekommen wir jetzt? Seaweed, wir haben Seaweed bekommen, ganz genau. Also, ja, Seaweed, ich würde gerne Seaweed Seeds bekommen, die kann man auch bekommen. Aber auf jeden Fall bekommen wir, wie gesagt, die Sachen, die wir schon davor bekommen haben. Das hat sich nichts Großartiges geändert. Hauptsache, man bekommt die Sachen halt noch. Wir können mal kurz in die Wüsten mal gehen und noch kurz mal da nochmal fischen zum Testen. Denn hier ist ja auch so ein kleines Pampa-Loch, da kann man auch kurz fett angeln gehen, mal gucken, was dann passiert. So, und wir bekommen, das bekommen wir für einen Fisch. Oh. Ey, bleib hier. Ein Red Snapper. Also auf jeden Fall schon andere Fische, die wir drüben nicht so bekommen haben einfach, wenn die als Common gezählt haben. So, Loot. Was bekommen wir für Loot? Wir bekommen Tier 1 Bait wieder. Okay. Und wir sehen jetzt gerade oben. Oben funktioniert auch schon gerade mein Tier Bait wieder. Also anscheinend ist es minimal verbuggt. So, er greift jetzt an. Was bekommen wir hier? Okay, wir bekommen Fisch. Was für Fisch bekommen wir? Irgendeinen coolen Fisch. Komm, ein Red Snapper. Okay. Okay, einen Fisch mache ich noch, um zu gucken, ob wir einen anderen bekommen. Sonst, ja, haben wir keinen anderen bekommen. Also ich schätze mal, das ist schon auf jeden Fall abgeändert worden. Also man muss auf jeden Fall schon in die anderen Welten gehen, um den Fisch zu bekommen. So, da kommt er jetzt und wir bekommen Treasure. Was ist unser Treasure diesmal? Aquamarine Shards. Okay. Und auch sogar upleveln, also allgemein das Fischer-Level zu leveln, egal wie viel es ist, bringt auf jeden Fall per Level immer 0,1% mehr Luck, Treasure zu finden. Das heißt, wenn wir unbedingt Seaweeds braucht, dann würde ich empfehlen, einfach das hier so hochleveln, wie so weit wie möglich, weil umso höher, umso mehr gibt es. Den seht ihr schon, da sind plus 4, 1, ganz viele 0, Punkt 5, Fishing Treasure, Chance. Das Einzige, was wir machen hätten können, wäre, wenn das ein bisschen aggressiver wäre, nicht so, ja, kurz klicken, dann war es das. Aber ich finde, dass die Idee umgesetzt haben, die ich da vorgeschlagen habe, wesentlich cooler. Weil jetzt finde ich, macht auch Fischen wesentlich mehr Spaß, weil davor war es echt ödes Todes langweilig. Deswegen dieses Thema aus Bedwars habe ich schon damals gefeiert und dass sie es auch so übernommen haben, feiere ich noch wesentlich mehr. Und ich finde es gut, dass sie auch bei der traditionellen Rod geblieben sind und nicht die von Bedwars, weil damit kann man halt diese coolen Sachen mitmachen mit der Rod und dem Ball. Deswegen finde ich auch gut, dass sie hier geblieben sind. Und dann habe ich noch neben den Fischen noch zwei wichtige neue Rezeptänderungen, die auch sehr, 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 sehr fatal sind. Also fatal in dem Sinne gut und schlecht. Obwohl ich würde sagen, eher mehr sind eigentlich gut. Eigentlich sind sie gut. Nämlich als erstes ist das Aquamarine Sword betroffen. Nämlich das Aquamarine Sword hat ja damals auch Perlen gekostet. Deswegen wurden anstatt jetzt Perlen, wurden jetzt hier Crystalline Aquamarine benutzt. Ja, sag ich mal so, das ist eigentlich ganz fair gemacht, weil das Schwert ja natürlich nicht so stark ist jetzt im Endeffekt mehr. Und das gleiche zählt auch für die Washing Station. Auch sehr, sehr krass. Da brauchen wir keine, also da brauchen wir jetzt keine Pearls mehr. Hier im Changelog steht, dass da angeblich Crystalline Iron drin sein soll. Aber ich sehe jetzt hier gerade nur Steel Rods. Ich schätze mal, damals ehemalig waren Steel Rods das Ding. Deswegen, die sind auch jetzt wesentlich billiger geworden. Ich muss sagen auch, dass auch wesentlich schwerer jetzt rankommt jetzt an Perlen. Also Perlen, auch wenn die jetzt weggenommen wurden, aber Perlen, Leute, gibt es ja hier noch mal kurz. Okay, es gibt noch Perlen. 252 Perlen habe ich noch. Aber ich weiß gar nicht, wofür die nutzen müssen überhaupt noch. Ich glaube, Perlen haben momentan eigentlich keinen Nutzen mehr. Schaut auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr noch einen Nutzen wisst, als Crafting-Version, wo man Perlen benutzen kann auf jeden Fall. Aber ja, auch
auf jeden Fall interessant. Aber ich würde sagen, ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, was ihr zu diesem neuen Islands-Update haltet, zum Fishing-Update. Meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig cool und das Fischen macht jetzt wesentlich viel mehr Spaß. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr richtige Ehemänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst ein Abo auf diesen Kanal da. Aktiviert die Glocke, das Links ist von Islands oder sonstiges auf dem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!